Welches Auto wird beim Skiweitsprung heute am weitesten fliegen? Das werden wir heute sehen, Freunde. Und ob noch Autos am Ende überleben werden oder allgemein wieder andere Autos am Start sind, das seht ihr auch gerade im Hintergrund. Es wird auf jeden Fall heute wieder mega, mega verrückt. Heute haben wir auch Support von Wladimir am Start. Das heißt, das Russenmobil wird auf jeden Fall auch rausgepackt. Es wird lustig heute. Lasst auf jeden Fall gerne für diese Aktion hier 20.000 Likes da, Freunde. Dann kommen wir auf jeden Fall in die nächste BMG-Folge. Drückt auf jeden Fall gerne noch auf den Abo-Button. Das haben nämlich 70% von euch noch gar nicht abonniert. Und jetzt Abfahrt. Bevor das Video weitergeht, wollte ich noch einmal ganz kurz Just Legends zeigen. Eine Smart Gaming Nutrition Marke. Vielleicht fragt ihr euch ja, warum ich so heftige Stunts in GTA 5 fahren kann oder warum ich in Skill Race gegen Denno immer gewinne oder zum Beispiel im BMG einfach immer voll absahne, Leute. Das liegt daran, weil Just Legends den besten Gaming Booster entwickelt hat, den es auf dem Markt gibt. Das liegt auch daran, weil er auch einfach nur 1,6% Zucker drin hat. Das bedeutet, er hat einfach 32 mal weniger Zucker als die anderen ganzen Gaming Booster auf dem Markt und ist somit auch viel, viel gesünder. Man ist damit viel konzentrierter. Ich benutze es auf jeden Fall immer und vor allem den Wassermelonengeschmack, Leute. Es gibt ja natürlich noch einmal ganz kurz hier Wildberry und noch einmal Eistee Peach. Das sind alles so Geschmäcker. Die finde ich auch gut, aber Leute, ich bin einfach so ein Wassermelonen-Fan, was Getränke angeht. Und da ist Just Legends auf jeden Fall echt mega, mega gut dafür. Aber das liegt auch daran, weil Just Legends einfach ein Team ist aus Food-Experten und auch einfach Gamer. Die wissen einfach, was gut ist. Also, wenn ihr auch gegen eure Freunde zum Beispiel in Fortnite oder COD oder was ihr auch immer zockt, GTA 5, dann könnt ihr gegen eure Freunde viel, viel besser gewinnen, Leute, weil ihr viel konzentrierter seid. Ihr seid einfach allgemein auch nicht mehr so müde. Und das, obwohl einfach nur die Hälfte vom Koffeingehalt da drin ist, was bei den anderen Gaming Boostern halt immer doppelt so viel ist. Und Leute, ihr wisst, Koffein ist auch allgemein nicht so gesund und hält auch immer ganz doll wach und ist einfach nicht so gut. Die Zubereitung ist übrigens auch kinderleicht, Freunde. Ich habe hier übrigens auch einen Shaker dazu bekommen. Den kriegt ihr auch, wenn ihr mit dem Link in der Beschreibung bestellt, Leute. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und zwar, Zubereitung ist ganz leicht. Wir nehmen jetzt einfach hier aus dem Just Legends Watermelon-Geschmack, Leute. Nehmen wir einmal ganz kurz hier einen kleinen Esslöffel raus. Zack. Und packen ihn einfach so in unser Dings rein. In unser Getränk. So, zack. Und dann packen wir das hier wieder rein. Machen einfach ganz entspannt den Deckel rauf, Leute. Und schütteln das Ganze, bis das alles natürlich auch ganz gut durchgerührt ist. Und wenn wir fertig geschüttelt haben, Freunde, können wir das Ganze einfach hier aufdrehen. So, und können einfach... Oh, entspannt trinken. Und ich sag's euch, Leute, es schmeckt so heftig gut. Ich lüge euch nicht an, Leute. Das ist wirklich ein so geiler Geschmack. Ich liebe einfach Wassermelone. Das schmeckt so perfekt. Das ist... Oh. Ich schwöre es euch, ich lüge euch nicht an. Und jetzt noch das Heftigste, Leute. Und zwar kostet eine Portion einfach nur unter 50 Cent. Und da sind 80 Portionen drin und noch viel mehr. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Boostern, wo es 1 Euro kostet und noch weniger drin ist. Wenn ihr auch mal gerne Just Legends im Watermelon-Geschmack ausprobieren wollt, dann checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung aus, Leute. Da habe ich extra jetzt Watermelon, also Wassermelone, einfach verlinkt. Natürlich auch noch die anderen Sachen. Aber Wassermelone, Leute, vertraut mir wirklich. Wassermelone schmeckt wirklich mega, mega heftig. Und jetzt kommt noch das Heftige dazu. Ich habe einfach noch einen Creator-Code. Damit könnt ihr einfach 20% sparen, Freunde, wie ihr gerade sehen könnt. Ich sag's euch, also besseres Angebot geht eigentlich gar nicht mehr. Und das ist auch nur für eine kurze Zeit, Leute, und auch begrenzt. Das heißt, ja, der zuerst kommt, mal zuerst. Außerdem kriegt ihr auch noch einen richtig coolen Shaker dazu. Einmal in der Farbe oder einmal in der Farbe. Also, Leute, worauf wartet ihr? Links in der Beschreibung. Dankeschön nochmal an Just Legends. Ich hoffe, wir können öfter noch was zusammen machen. Weil ich muss sagen, ey, ich muss einfach nochmal trinken, weil es schmeckt einfach... Es schmeckt einfach mega geil und es ging so schnell, Leute. Wir fangen dann auf jeden Fall mal heute an mit unserem Standardauto. Erstmal ganz normal hier runter und ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren, Freunde. Oh, 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 jo, 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 jo. Okay, 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 es wird noch alles gut, okay, es wird noch alles gut. Kannst du noch Gas geben? Kannst du noch Gas geben? Ah, Leute, wir fahren 260, 240 km/h. Wow. Okay, ich glaube, er landet doch eigentlich relativ, okay, wir haben nur einen Reifen verloren. Wir haben nur einen Reifen verloren. Bis jetzt alles entspannt. Oh nein, 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 nein. Bremsen. Bremsen. Brems doch! Okay, neues Fahrzeug. Und zwar schaue ich jetzt mal, Alter. Alter, okay, stopp, stopp, stopp. Stopp. Das ist ja nicht so gut gegangen. Okay, diesmal müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz probieren, ordentlich zu fahren. Das heißt, hier kommen ein bisschen abbremsen, so. Und jetzt heißt es, oh, da steht 300 km/h davon fahren. Dann geben wir doch mal Vollgas, Freunde. Wir fahren jetzt, oh, nein. 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 Ah, ah, Bruch. Das ist leichter Bruchschaden. Kein Problem, Freunde. Kein Problem. Ey, wie weit fliegen wir? Wir müssen nämlich irgendwie probieren. Okay, warte mal. Kamera hat sich gedreht.
Hä? Hilfe! Hilfe, warum ist die Kamera so komisch? Jetzt! Ich weiß nicht, wie weit sind wir gekommen. Mit unserem Auto auf jeden Fall jetzt gerade. Nicht sonderlich weit. Oh! Haben wir doch jetzt hier mal das schnellste Muscle Car am Start? Ich glaube, damit sollten wir auf jeden Fall auf die 300 kommen. Und es ist wenigstens noch ein bisschen kontrollierter, Leute. Das heißt, das Ding da hat bessere Kontrolle als eben die Vibe. Und wir sind jetzt schon fast auf 300. Oha! 360 km/h ganz kurz. Okay, wir fliegen mal mit 250 rüber. Das ist sehr gut. Unsere Reifen sind sogar vorne platt geworden. Und nein, wir machen so eine komische Biege. Und wir fliegen genau 85 Meter. Oh Gott. Wir sehen, ey, nein, nicht überschlagen. Okay, guckt euch mal bitte schön an, wie unser Wagen von vorne jetzt gerade aussieht, ne? Alter Schwede. Oh, verdammt, ey. Oh, guckt euch mal den Mustang an, Freunde. Das ist, oha, der Sound. Das ist auf jeden Fall echt ein heftiges Gerät, Leute. Und jetzt kann der wahrscheinlich auch mega, mega schnell werden, glaube ich, oder? Fährt der? Ja, doch. Wie sieht das eigentlich von innen aus? Oha, was eine Innenausstattung. Hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Jo, okay, jetzt diesmal. Guck mal, er hat so einen leichten Rechtstilt. Leichten Linkstilt. Oh Gott, aber wir fliegen trotzdem geradeaus und. Alter, fliegen wir weit. Was? Wo fliegen wir denn hin mit unserem Mustang, Freunde? Wo fliegen wir denn? Alter, wir fliegen über die Grenze. Was? Wir fliegen fast ins Ohr. Okay, es wird schwer, den Mustang zu toppen. Aber ich habe eine Idee, wie. Und zwar haben wir hier unser TikTok, Tuk-Tuk-Mobil, meine ich. Und da können wir jetzt nämlich einmal ganz kurz wieder unser Flugzeug auswählen. Ja, wir haben jetzt nämlich einmal Tuk-Tuk Airlines am Start, Freunde. Yeah, Abfahrt mit Tuk-Tuk Airlines. Und ich hoffe, wir können jetzt losfliegen, Freunde. Flieg, mein Vogel. Haha, ja, so wie das fliegen kann, Alter. Das ist ja voll cool. Nein, nicht nach rechts, nach links. Ja, keine Ahnung, wo das Tuk-Tuk Airlines Mobil hier einfach gerade hinfliegt, aber irgendwie zu Orten, die nicht hier hingehören, Leute. Ohoho, guckt euch mal das Ding an. Es hat sogar einfach eine Nitroflasche drin und Alter. Okay, das Ding ist schnell, glaube ich, ne? Oh, es überschlägt sich auch sogar schon fast. Okay, vorsichtig, kontrollieren. Und jetzt können wir... Was? Yo! Hey, was ist das denn für ein Ding, Leute? Guck mal, wie weit die gerade fliegen und nein. Komm, 120. Ja! Oh mein Gott, wir haben fast die 120 Meter geschafft und ja, das Fahrzeug sieht irgendwie nicht mehr so gut aus, kann man sagen. Gucken wir doch mal, wie sich so der AMG GTC anstellt, Freunde. Und ich sag's euch, dieses Fahrzeug ist schnell. Und ich denke mal, das sollte auch den Rekord von dem Ford Mustang brechen beim Skispringen, Leute. Deswegen Vollgas jetzt hier mit dem Mercedes und zweiter Versuch, okay? Ich weiß auch nicht, warum auf einmal welche so die Kontrolle verlieren. Guck mal, ich bewege jetzt nichts. Ich bewege jetzt gerade nichts und... Okay, jetzt klappt's. Na gut, jetzt klappt's. Auch nicht schlecht. Und jetzt fliegen wir aber mit... Oh mein Gott, mit Schmackes. Jo! Wir fliegen gleich darüber. Okay, nein. Was machst du jetzt? Warum machst du einen Backflip? Ja, das Ziel ist übrigens, mit dem Auto zu überleben. Also, kann das noch fahren? Ich glaube nicht. Vielleicht bringt uns ja der Lamborghini weiter. Das Problem ist nur, dass der Lamborghini auf Felgen fährt, warum auch immer. Aber Leute, Lamborghini bleibt Lamborghini, auch wenn er wenn die Reifen geklaut wurden. Kein Problem, mit dem Ding können wir trotzdem noch, das kannst du mit dem Lambo, das kannst du knicken. Das... Kannst du vollkommen... Oh Gott, Leute. Oh nein. Nein, eine schöne Lamborghini! Ja, okay. Ich hätte es wissen müssen. Wir brauchen Reifen bei Autos. Wir brauchen wirklich Reifen. Und wenn ich Reifen sage, dann meine ich auch Reifen. Ich meine, guckt euch mal hier diese Oschis an. Es war geplant. Es war nicht geplant.
Es war nicht geplant, Leute. Es war... Oh nein, mein... Oh nein, der Monster Truck. Ey, der hat keine Reifen mehr. Okay, warte, wir müssen nochmal ordentlich runterfahren, okay? Wie soll man denn auch bitteschön wissen, dass der sich so leicht einfach überschlägt? Schon wieder, Leute. Schon wieder... Fahr... Ey, nee. Sag mal, warum haben denn manche Autos einfach vorne keine Reifen? Aber das ist die extra Taktik, damit wir mit dem Wagen schneller werden. Ich sage euch so, wie es ist, Leute. Bei McLaren hier ist das die extra Taktik. Mit dem werden wir jetzt auf jeden Fall richtig heftig durchziehen. Ich meine, wir sind schon bei 260 km/h. Kein Problem, dass wir vorne keine Reifen haben. Das ist moderne Kunst. So sollten die Autos heutzutage immer sein. Und Abflug! Das ist unser Flügel vorne, ja? Das ist unser Flügel, mit dem wir jetzt... Oh Gott. Nein. Wir kommen sogar echt voll weit, ne? Wir kommen einfach 180 Meter. Oha. Und wir können doch fahren, oder? Können wir noch mit dem Ding fahren? Brumm, 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 brumm. Nee. Ich habe meine Russenmütze aufgesetzt, Leute. Russenauto ist am Start. Wir können jetzt mit Wladimirs Auto endlich fahren. Ja, ich weiß, ich sehe sehr bescheuert aus. Aber wir können jetzt hier... Komm, wir probieren jetzt mal mit dem Auto den Sprung erstmal zu überleben und dann noch drauf zu bleiben. Also jetzt mit Vollspeed, Wladimir. Ich werde dir zeigen, dass das Auto was drauf hat. Wir fahren 300. Oh Gott, sind wir schnell. Yo, Wladimir. Ja, flieg. Hey, hey, nein, 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 nein. Hör auf, dich so zu drehen. Hör auf, dich so zu drehen. Wladimir, bitte. Oh, können wir noch fahren? Geht das noch, Leute? Geht das noch? Nö. Nö, nö, Wladimir hat leider mit dem Auto, hat er nicht geschafft. Ich dachte, wir können noch fahren, aber es sieht wenigstens doch in Ordnung aus. Ihr könnt natürlich auch das schnellste Auto in ganz BeamNG nehmen, Freunde. Ich meine, das hat einfach, ich glaube, 5 Millionen RPM oder so, wie das haben kann. Das heißt hier, Leute, wir düsen jetzt runter, so, und können jetzt Gas geben. Käfer! Jo! Wir werden zum Käfer oder so! Was passiert mit meinem Auto? Leute! Disco-Kugel! CDs! Oh! Das sollte auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da und check eins zu meinem Video aus. Einfach draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!